Okay, wird gemacht, Mann. Warum auch nicht? Welcher fehlt jetzt noch? Der da hinten. Okay, komme ich irgendwie wieder runter? Ja, stimmt, durch diese Plattform hier. Ja, mehr gibt es hierzu nicht wirklich zu sagen. Also, man muss alle Waisen befreien. Es ist jetzt nur noch einer für uns. Die Reihenfolge, in der man sie befreit, ist total egal und einem selbst überlassen. Da hinten ist noch einer, deshalb hole ich mir den. Leute, Leute, ich habe tatsächlich den richtigen Weg gefunden. Jetzt bin ich hier. Und was gibt es hier? Eine Spähfliege. Ein Hebel, der nichts tut. Und Blaus Eco und diese Plattform. Viel Spaß und guten Flug. Werde ich tun. Habe ich vor zu tun. Ja, das ist nicht vorgesehen. Okay, die bewegen sich jetzt auch noch, was aber kein Problem darstellen sollte. Insgesamt finde ich das hier geil. Es ist einfach nur episch, durch die Luft zu fliegen. Im schwarzen Nichts. Nee, es gefällt mir wirklich, aber auch hier kann man sterben, wenn man nicht weiß, wo es hingeht. Weil die nächste Plattform irgendwie weg war oder so. Keine Ahnung. In Urlaub. Für kurze Zeit nicht erreichbar. Wir öffnen erst wieder um 18 Uhr. Entschuldigen Sie die kurze Unterbrechung. Es brennt gerade im Studio. Nein. Okay. Ich find's geil. Okay. Geil. Und lasst uns fallen. Es hat doch nie so viel Spaß gemacht, aus so großer Höhe zu fallen. Bungee Jumping ist nichts hiergegen. Ist natürlich immer blöd, wenn man das Ego verpennt. Okay, bis jetzt hat alles ohne größere Wutausbrüche meinerseits geklappt. Wenn ich jetzt allerdings. Es war so klar, dass ich nicht weit genug komme. Warten wir, bis wir ein bisschen näher sind. Und im letzten Moment. Okay, es hat geklappt, Leute. Entweder sind wir jetzt wieder am Anfang. Oder wir sind weiter und wir sind weiter. Tada! Schalalalalalalala. Bling! Wer hätte gedacht, dass ich mich eines Tages von einem Jungen und seiner Ratte retten lassen müsste? Diese Peinlichkeit werde ich Gol und Maya ganz sicher heimzahlen. Danach können wir uns ja um den Ratteneintopf kümmern. Lass uns auf diese Plattformen klettern! Ja, genau. Was der gute Herr leider nicht wusste, ist, dass Dexter keine Ratte ist. Dexter ist. Warte, ich muss jetzt genau nachdenken, was ich sage. Ja, doch. Dexter ist eine Mischung aus einem Wiesel und einem Otter. Also ein Otzel. Yay. Finde ich toll. Verdammt. Okay. Das sagt man zumindest in Jack 2. Das ist der Nachfolger dieses Spiels. Der nicht Jack and Dexter 2 heißt, sondern einfach nur Jack 2. Weil man bei der Produktion nicht viel Geld hatte und auf den Spielepackungen nicht zwei Worte drucken wollte, drei Worte drucken wollte, sondern nur eine. Eine Wort. Das Spiel nimmt mir die Sprache. Es verschlägt mir die Sprache, denn es. Es macht Spaß, es ist stellenweise ziemlich schwierig. Ich stelle mich meistens dumm an. Aber dass es hier leicht sein soll, kann mir niemand erklären. Also, das hier vielleicht gerade jetzt, aber es gibt schon eine Menge schwierige Sachen. Das war jetzt mal ein Resümee sozusagen. Ein kurzes Resümee am Ende, denn wir sind wirklich kurz vor dem Ende.
Wir müssen nur noch zu diesen Plattformen, die nach oben gehen und die ich nicht wiederfinde, aber da sind sie, deshalb habe ich sie wiedergefunden. Das wird ein langer Weg. Und es kommt mir so vor, als ginge ich den falschen Weg. Was man von mir nicht gewohnt ist, weil ich normal ja den richtigen Weg gehe. Der dann aber falsch ist, weil ich ihn gehe. Yay! Hier geht es so. Oder aufpassen. Nicht zu früh abspringen, aber auch nicht zu spät. Boah, wir sind jetzt richtig hoch. Hier wird die Luft total dünn. Was nicht heißt, dass ich sterben muss. Aber doch. Bin wieder zurück. Das war eine lange Geburt. Und wir haben das Kind mehr als 1000 Mal verloren. Glaubt es mir. Aber wir sind jetzt oben. Und da ist dieses Teil. Und ich werde jetzt nicht den Fehler begehen und denken, dass ich problemlos drauf käme. Ah, da kommt das nächste, okay. Was für eine Hammergeduld brauche ich denn hier? Okay, aber das geht schon. Okay, drauf. Eine Ebene höher. Das nächste, eine Ebene höher. Was sind das jetzt für Teile? Kann man da... Was? Was? Wir sehen uns wieder, wenn ich da bin. So Leute, wieder zurück hier oben. Ich weiß ja mittlerweile, dass diese Plattformen hier nicht betretbar sind. Unter diesen Voraussetzungen frage ich mich dann allerdings, wo sonst ich hin soll. Meister Yoda. Nein, wo ich sonst hin soll. Denn hier ist sonst einfach nichts. Einfach überhaupt nichts irgendwie. Es kommen immer wieder diese Plattformen vorbei. Nichts anderes. Deshalb werde ich es jetzt mal nochmal wagen, aber ich glaube selbst nicht wirklich daran, dass daraus was wird. Was soll das? Warum geht es jetzt? Ich bin enttäuscht. Ich bin sauer. Sauer darüber, dass etwas funktioniert. Yay! Tada! Bling, bling, blub, bla, bla, bli, bla, blub, löll, löll, bumm. Bling! Toll gemacht, Jungs. Jetzt seid ihr wahre Helden. Ich vereine jetzt meine grüne Ekokraft mit den anderen drei Weisen und zusammen öffnen wir die Tür des Schutzschildes, das den Precursor-Roboter umgibt. Ja, ja, für den Anfang schon ganz gut. Und wenn ihr diesen Schild geöffnet habt, was macht ihr dann mit dem Roboter? Gar nichts, Dexter. Wir müssen nur das Schutzschild offen halten. Dann liegt es an euch beiden, hier den Roboter zu zerstören. Oh, klasse! Jetzt kann ich dem Kerl helfen, der mich in eine Ratte verwandelt hat und die einzige Person vernichten, die mich zum Mann verwandeln kann. Rettet zuerst einmal die Welt. Dann versuchen wir, Gol dazu zu bringen, Dexter zu helfen. Du kommst zu spät, Samos. Sobald ich unbegrenzt dunkles Eko besitze, werde ich den Schlüssel zur Schöpfung haben. Das ist Wahnsinn! Wenn du so viel dunkles Eko freisetzt, wird alles zerstört. Alles. Sieh doch, was es aus euch gemacht hat. Es hat uns eine Art Schönheit geschenkt, die du nie verstehen würdest. Schönheit? Habt ihr beiden in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Wenn du denkst, ein haariger Winzling zu sein, wäre schlimm. Warte nur, bis wir die Eko-Stationen geöffnet haben. Und ihr zwei seid nur wegen meiner Hilfe so weit gereist. Narren, lehnt euch zurück und genießt die Neuerschaffung der Welt! Ach du Ver... Jack, nimm den Aufzug und halte diesen Roboter auf.